Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 20 Stunden Brilli 59, jetzt in der 23. Ausgabe. Und ich habe heute eine bestimmte Sache vor, nämlich es wird eine kurze Folge, denke ich mal. Ich möchte nämlich meine Fraktionszugehörigkeit, besser gesagt meine Soldatenzugehörigkeit, dazu nutzen, mal eine Fahne aufzuhängen. Ich habe das noch nie in meinem Leben gemacht und ich hoffe, ich kann das auch alleine. Aber dafür brauche ich erstmal eine Fahne. Und die Fahne gibt es in Jasper bei Jonas Dacor. Und da werden wir jetzt mal hinlaufen. Ihr seht übrigens, ich werde hier automatisch von Soldaten anderer Fraktionen angegriffen. Das ist quasi die Folge meines Soldatenbeitritts zu Jonas. Und was mir aufgefallen ist, alle Spieler auf der Karte werden rot gekennzeichnet. Wer kämpft denn da? Alle Spieler auf der Karte werden rot gekennzeichnet, wenn sie einer gegnerischen Soldatenfraktion angehören. Also wenn sie selber Soldat sind und einer anderen Fraktion angehören, dann sind sie auf der Karte wie so ein Player-Killer gekennzeichnet. Ist das Freiheit? Freiheit. Freiheit. Das ist alles Jonas, deswegen greifen die mich nicht an. Was mal interessant wäre, wenn mich jetzt ein Spieler angreift und die Fraktions... Ja klar, die Fraktionsmitglieder, wenn die in der Nähe wären, müssten sie ja den Spieler auch angreifen. Die würden ja auch angreifen, wenn ich nicht dabei wäre. Also helfen die mir quasi. So kann man es ja dann fast sehen. Ich habe ein bisschen was hier an meinem Bio geändert. Ein bisschen hier Nightmare reingemacht. Mal kurz gezeigt, wie die Stunden sind, wie die Folgen sind. Damit man weiß, mit wem man es hier zu tun hat. Ich möchte an der Stelle übrigens auch mal auf meine anderen Let's Plays hinweisen. Also, es ist ja nun... Ich wusste gar nicht, dass der auch dahin steht manchmal. Ich mache ja nicht nur jetzt Meridian 59, sondern eben auch andere Sachen. Shopkeep zum Beispiel, ganz witziges Rollenstrategiespiel. Oder Might & Magic läuft aktuell noch, wenn ihr die Folge hier seht, wahrscheinlich nicht mehr. Might & Magic 10, ein Rollenspiel der ganz alten Garde. Oder, ach, vieles andere. Soma zum Beispiel, Horror Survival. Schaut immer mal rein, es gibt immer was zu sehen bei mir. Vielleicht mache ich auch mal 20 Stunden EverQuest, da habe ich mir schon überlegt, ob ich das vielleicht mal tue. Oh, da gibt es ja viele Rebellenflaggen, kann ich da mehrere nehmen? Tatsächlich. Ich nehme mal drei. So, dann retten wir gleich mal. Also, ich weiß nicht, wie es geht. Ich denke aber, ich muss alle NPCs töten. Wenn ich das gemacht habe, dann müsste ich ja eigentlich... Denke ich zumindest, müsste ich ja eigentlich dann die Fahne aufhängen dürfen. Das ist ja hier schon Prinzessin. Wobei es auch Herzog gehen würde. Was ich nicht weiß, ist, ob es vielleicht Gebiete gibt, wo man es nicht machen darf. Das ist natürlich wieder großartig, was ich da bescheuert. Ey, wie kann man als Kämpfer und Kranenmagier, der stört, also der zaubert stören, meine ich. Rote, gibt hier alles, natürlich keine braunen Pilze. Ach, weißt du was, drauf geschissen. Wie sieht es eigentlich da aus? Kann ich da die Flagge ändern? Scheinbar nicht. Ich denke, es gibt Gebiete, da kann man sie nicht tauschen. Mal schauen, ob es da geht. Vielleicht muss ich auch gar nichts töten. Nach dem Gesetz des Rates kann ein Fraktionsmitglied nur ein Gebiet erobern, an dem bereits von der Fraktion... Ach so, es muss angrenzen. Ah. Ja, das habe ich auch schon mal gelesen, habe das schon mal ignoriert. Hm, das ist ja kacke.
Ich weiß so gar nicht genau, welche Auswirkungen hatten das. Also das kann ja nur eine minimale Auswirkung haben, irgendwie prozentual. Wahrscheinlich jedes Gebiet 1% oder irgend sowas. Tja. Da ist doch Jonas. Genau. Dann müsste das ja eigentlich hier gehen. Wo ist das? Da oben irgendwo. Nach dem Gesetz des Rates hast du nicht genug politische Unterstützung in diesem Gebiet, um es rechtmäßig zu erobern. Was soll denn das wieder heißen? Die wollen einfach getötet werden, oder? Politische Unterstützung, das kann doch nur bedeuten, dass ich mich allein hier erobern darf. Das finde ich aber schade. Ich muss auch ganz kurz nachschauen. Vielleicht kann ich ja das irgendwo hier in dem Wiki nachlesen. Flaggen. Da steht es doch. Um ein Gebiet für eine Fraktion zu erobern, muss man zuerst Soldat dieser Fraktion sein. Das bin ich. Okay. Folgende Regel gibt es. Der Spieler, der versucht, das Gebiet zu erobern, darf die Karte 5 Minuten nicht verlassen. Um ein Gebiet zu erobern, muss man zu dem Flaggenmast gehen und diesen benutzen. Dabei muss man eine Fraktionsflagge im Inventar haben. Das habe ich erfüllt. Man hebt nun im Namen seiner Fraktion Anspruch auf dieses Gebiet. Okay. Es müssen mindestens 4 Fraktionsmitglieder in der Karte sein und 20 eingeloggt. Ach so. Tja. Das sieht allerdings schlecht aus. Ja, dann muss ich sagen, war das mal gleich ein Schuss in den Ofen. Schade. Da müsste man... sich quasi ein paar Mules machen. Aber das ginge schon. Man könnte jetzt mal... auf 3 Accounts dann noch so ein paar Mules machen. Ist, sagen wir mal, nicht unmöglich. Hallo Freund, bist du am HP-Farmen? Ach gut. Oh, Plattenpanzer. Ich braxe gerade hier wieder. Ja, sei nicht so faul. Genau, mach mal Todesriss, was auch immer Todesriss ist. Musste ich aber warnen, könnte sein, dass ich dir den Arsch versohle.
Jolie hat mich angegriffen. Mit Hitze verschmort. Ach. Das ist hier Dingenskirchen. Fahren. Und das kann sie jetzt machen, weil ich nämlich ihr Gegner bin. Das tut mir weh. Das ist gar nicht mehr wenig, ne? 11 Schaden. Hat auch was mit der Plattenpanzerrüstung zu tun, ne? Das, aber 11 Schaden? Da ist ja die Jolie. Hier hat übrigens auch noch ein Gildenschild. Ja, das ist natürlich so eine Sache, das möchte ich auch haben. Das werde ich auf jeden Fall nach der Gilde tun. So, gut, dann werden wir jetzt mal eine Sache noch machen. Ich werde... Was ist jetzt los? Solange du beim Farmen kein unsichtbares Entdecken auflegst, ist alles im grünen Bereich. Wir wollten noch zur Katharina. Ach, ein brauner Pilz. Schau mal an. Das ist gut. Haben einen magischen PP. Da ist der Zauber automatisch drauf. Sorry. So, wir gehen zur Prinzessin. Das wäre schon cool, ne? Na toll, mein Säbel zerbrochen. Und der Plattenhandschuh, die Panzerhandschuhe auch. Da muss er sich den holen. So, ihr seht schon. Ach man, sowas gibt es nicht. Oh, doch. Also ihr seht, das ist das Schloss Bourgeois. Und hier hinter diesem Ding sitzt die Prinzessin. Und da ist auch Perrin, ne? Der ist mal beim Herzog, mal bei der Prinzessin. Hier gibt es übrigens auch Fraktionsflaggen. Ja, und ich könnte natürlich jetzt auch hier die Anhängerschaft schwören, mache ich nicht. Und dann ist das ein relativ großes Gebiet hier. Das Space Shuttle glaubt mir nicht. Also, ist ja unglaublich. Was ist denn das für eine, für ein ahnungsloser Tropf? Ja, hier oben ist gar nichts. Was will ich denn hier eigentlich? Ja, hier gibt es die Bibliothek. Die ist ganz interessant für Leute, die sich so ein bisschen erkundigen wollen, weil hier gibt es die Historie, die meridianische Historie. Ganz interessant. Und ansonsten, ja, ein paar Gebiete, die alle mehr oder weniger uninteressant sind. Er schreibt hier, der Gaolo schreibt, kann man nicht noch einen Server aufmachen, damit auf jeden nur 10 on sind. Achso, hier geht's ja wieder raus, ne? Also, aber ich wollte euch was anderes zeigen. Hier gibt es nämlich so eine Tante. Eine Schneiderin. Ist denn die hier irgendwo? Genau, das ist die Schneiderin. Also ich meine, dass die anderen Räume früher auch irgendeine Bedeutung hatten. Ich meine, hier hat jemand damals gesessen oder was weiß ich. Also irgendwie...
Aber es ist alles nicht mehr da oder es war nie da. Meine Erinnerung kam mich natürlich total trüben, aber ich meine, der Raum hier hätte damals eine Bedeutung gehabt. Der ist zu. Aber da ist die Schneiderin drin. Ne? Madelia. So. Und hier kann man jetzt diesen Reagenzienbeutel kaufen, den ich schon habe und jede Menge anderer Sachen. Ich habe mal einen kurzen Rock gekauft. Das ist der, den ich hier gerade trage. Ja. Mehr fällt mir zur Prinzessin nicht ein, damit ihr es auch mal gesehen habt. Ist ein schönes Gebiet eigentlich, aber total tot. Ne? Also ich meine, die haben sich hier viel Mühe gegeben für ein Gebiet, das eigentlich für nichts Nutze ist. Das ist echt ein bisschen schade. Besonders hier dieses ultra-realistische Wasser. So was Geiles habe ich zuletzt bei Morrowind gesehen. Ja, genau. So, und ich glaube hier vorne, ich war noch selbst nie drin, aber ich meine, dass das der sogenannte, komm schon, hier, dass das der Schuldturm ist. Es gibt nicht die Möglichkeit für Guides, jemanden wegzusperren. Also, jetzt zum Beispiel ganz aktuell, wenn jemand dieses SH-Gildenkonstrukt angegriffen hat, wurde er ja an den Schuldturm gesteckt. Und ich glaube, dass der Schuldturm das hier ist. Meine ich, aber ich war noch nie drin. Man kommt auch so nicht rein. Aber wird irgendwie Sinn ergeben. Sieht nämlich aus wie ein Schuldturm. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Also, falls ich mich total täusche, schreibt sie in die Kommentare. Gut. Also dieses Video hier, das war natürlich jetzt ein bisschen am Ziel vorbei. Hätte ich ja doch schon gern ein bisschen... was gezeigt im Sinne von Flaggen erobern. Wir gehen mal woanders hin. Ach ja, genau, das wollte ich euch auch zeigen. Wir gehen mal in die Kanalisation. Und hier im Kanal gibt es zwei Dinge, die sind interessant. Nachtsicht kann ich auch nicht zaubern. Oh, schon wieder Jolie. Ach komm, jetzt greift ihr mich tatsächlich an. Oh. Muss das sein? Was mich ganz schön erschreckt. Ich glaube, Holunderbeeren brauche ich. Z-Nacht. Jetzt eigentlich auch schon, also die, ja, ach ja, genau, die brauche ich. So, also was wollte ich jetzt eigentlich sagen? In der Kanalisation, da gibt es, aber nicht angreifen jetzt hier, so ein schönes Fahrenschild. Sag Bescheid, wenn du Space siehst. Also, ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Ich wollte sagen, hier in der Kanalisation, ich fange jetzt nochmal neu an. In dieser Kanalisation, da gibt es zwei Dinge. Einmal eine Gildenhalle. Diese Gildenhalle meine ich auch, dass ich die schon mal im Besitz hatte. Lupok. Lupok sind ja auch so Viecher. Nimmt den Treffer gelassen hin. Thank you.
versaut mir bestimmt mein Karma. Ich glaube, das versaut mir mein Karma. Das sollte ich wahrscheinlich nicht machen. Und ich gebe auch keine XPs mehr für den. Ich glaube, der geht nur bis 120. Gut, also einmal gibt es die Gildenhalle. Die wird momentan übrigens besetzt von irgendwelchen Player-Killern. Ich schätze mal, die Gilde, in der Atja und Toivola sind. Aber interessanter ist, wenn man hier so rüber geht, gibt es hier nämlich so ein, wie sagt man da, so Falltür oder sowas. Wenn man jetzt hier auf Space drückt, dann kommt man zu Rogue. Und Rogue, heißt der Rogue? Rock heißt er, glaube ich. Rock ist der Meuchelmörder in Meridian. Den gibt es auch schon ganz lange. Und hier kann man das Meuchelmörder-Spiel beginnen. Und hier steht, was man machen muss. Jetzt gibt es da so ein paar Stichwörter, die man... aufsagen muss, um das Meuchelmörder-Spiel zu machen. So, Schlüsselwörter. Bei Advertise bekommt man Meldung, sobald man einen Black Dagger abholen kann. Bei No Advertise kriegt man keine Meldung mehr. Mit Blade kriegt man den Black Dagger. Und mit Quid steigt man das Spiel aus. Also es ist wie folgt. Also hier wird es nochmal erklärt, aber ich lese es jetzt nicht alles vor. Man kann sich für das Meuchelmörder-Spiel anmelden. Man kann auch so eine Art Meldung bekommen, wenn es wieder beginnt. Wenn sich genug angemeldet haben, dann wird es auch durchgeführt und dann hat jeder so einen schwarzen Dolch im Inventar und dieser Dolch hat 4 Leben. Wenn man einmal getroffen wird mit dem Dolch, dann ist ein Leben davon weg. Das sind so Edelsteine, die aufleuchten. Und wenn alle 4 weg sind, hat man verloren. Man hat auch verloren, wenn man zu lange ausgelockt war und man hat insgesamt haben alle verloren, wenn irgendwie ein paar Tage lang keiner getötet worden ist. So in der Art ist es ungefähr. Und wer am Ende als Sieger oder als Letzter übrig bleibt, ist der Sieger des Ganzen. Und wichtig ist, man kann nicht wirklich sterben. Also man kann auch nur mit diesem Dolch angegriffen werden. Man stirbt nicht wirklich. Man landet, glaube ich, in der Unterwelt, aber das ist nur pro forma so, als hätte man ein Artefakt oder sowas in der Hand. Leben und Blenden bei einem 35er ist sinnlos. So, jetzt holen wir mal dieses Schlüsselwort. Advertise. So, ich werde dich wissen lassen, wenn es losgeht, sagt er jetzt. Und vielleicht kriege ich auch schon die Blade. Gucken wir mal. Okay, momentan läuft ein Spiel. Hier auf dem Schild müsste man sehen, es sind 2 verbleibende Kämpfer noch übrig. Also es läuft aktuell eine Runde. Und die dunkelste Klinge ist der Yogi. Und amtierender Champion ist auch der Yogi. Das ist ja peinlich. Ausgerechnet der Yogi. Dieser Yogi, Wahnsinn. Okay, na gut, dann wird es aber wohl bald losgehen. Da bin ich dann dabei. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, dann haben wir das mal abgehandelt. Das wollte ich auf jeden Fall mal zeigen. Und natürlich werden wir dann auch Situationen haben, wo wir dann das Meuchelmörder-Spiel auch wirklich spielen. Und die Gildenhalle ist, glaube ich, hier. Genau, hier ist die Gildenhalle. Ich komme da jetzt natürlich nicht rein. Aber hier in der Ecke, da stand letztens einer. Und das war auf jeden Fall ein... Mensch, der hat schon mal jemanden umgebracht, denn er war rot. Hat den Namen nur nicht erkannt. Wenn man jetzt hier in die Kanalisation noch weitergeht, es gibt hier einen sogenannten Lupok-König. Und den kann man nur eigentlich zu zweit angreifen, denn dieser Lupok-König ist mit so einem Hebelmechanismus geschützt. Da muss man wieder so... Hebel drücken an 2 verschiedenen Stellen und dann öffnet sich eine Tür. Wenn man das nicht macht, dann kommt man nicht rein. Interessant ist beim Lupok-König auch, wenn man den getötet hat, steigt das Wasser. Man muss da ziemlich schnell an das Zeug kommen, was er da so bunkert und dann raus. Sonst stirbt man an dem steigenden Wasser.
Den Lupo-König möchte ich auch mal zeigen, aber den zeige ich dann natürlich zusammen mit jemandem, der mir da helfen kann. Das wird wahrscheinlich der Herr und von zu Rip sein, also der Strichmann. Tja. Gut, aber die Folge kann ich damit abschließen. Ach so, ihr seht, ich bin jetzt bei 130 Lebenspunkten. Das habe ich vielleicht, hätte ich vielleicht mal sagen sollen. Ich habe jetzt quasi einen Wert erreicht, bei dem ich nicht mehr allzu viel machen kann. Tatsächlich fehlen mir noch 10 Punkte. 10 Lebenspunkte. Da bin ich beim Maximum. Ja, ich meine, die 10 Punkte werde ich sicherlich noch irgendwie irgendwann machen, aber im Moment fehlt mir da so ein bisschen die Motivation, weil es ist jetzt nicht mehr so, dass man jetzt irgendwie nach Prax geht und stundenlang irgendwelche Monster kloppen kann. Man kann das schon machen, aber nicht mehr in Prax, weil in Prax ist 130 Max von den Monstern her, also Dämonenskelette und die Nattern geben 130. Und jetzt gibt es eben nur noch eine kleine Auswahl an Viechern, die mir überhaupt noch was bringen. Beispielsweise Creepers. Die sind nervig, weil die immer hoch und runter springen. Ja, da kriege ich die Krise. Oder die Aberhäuptlinge, aber auch nur ein bestimmter Stamm. Der gibt bis 135. Schamanen weiß ich gar nicht, was die haben. Die Schattenbestien, aber die hauen drauf wie Ochs. Kurz mal gucken, was es noch für welche gibt, die interessant wären. Alles andere, Panzermolche könnte man sich noch anschauen. Aber die hauen auch ganz gut drauf. Geist von Fanol, der spawnt. Ich weiß nicht, Geist von Fanol. Ich weiß nicht, ob ich ihn schon mal gezeigt habe. Naja, also muss man sich überlegen, was man da am besten macht. Geist von Fanol könnte natürlich auch was sein. Da geht man einmal raus, einmal rein und wieder drauf. Aber da muss man natürlich 100 Mal rein und rausgehen. Nicht so einfach. Muss ich mir überlegen. Aber das wird wahrscheinlich jetzt in nächster Zeit erstmal nicht passieren. Für den Lupo King und für die anderen Events, die ich vorhabe, müssten 130 ja auch erstmal reichen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. Tschüss.